Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder und diesmal mit dem Landrat Tobias Heilmann. Tobi, du lädst alle ein zum Tag des offenen Schlosses. Deine Bühne. Ja, liebe Bürgerinnen und Bürger, ich freue mich, dass ich Sie endlich nach der Corona-Zeit einladen darf. Am 25.06. öffnen wir unsere Türen und ich würde mich freuen, wenn Sie uns besuchen können. Wir möchten eine transparente Verwaltung sein. Wir möchten zeigen, wie wir für Sie arbeiten und ich hoffe, Sie kommen vorbei. Wir haben ein buntes Rahmenprogramm auf dem Schlosshof vorbereitet. Wir machen Führungen durch die Bereiche und ich würde mich freuen, wenn Sie zahlreich kommen, damit Sie Ihre Kollegen, Ihre Verwandten auch mal am Arbeitsplatz besuchen. Super, wir sind dabei. Super, ich freue mich. Wir sprechen jetzt mit Dieter Siebert. Er ist seit bald 35 Jahren die gute Seele hier im Schloss. Hi Dieter. Hallo. Na? Schön, dass wir hier sein dürfen. Ja, schön, dass er uns mal im Schloss besucht hier. Man sieht ja nicht so oft fremde Gesichter hier. Und deswegen ist das ja ganz schön, wenn mal fremde Gesichter kommen und sich hier das mal angucken. Wir sind gespannt auf eine schöne Schlossführung. Ja, dann lass uns doch mal durchgehen. Bitte schön. Danke. Wir sind hier mit den Kultur- und Landschaftsführerinnen, die an dem Tag die Gifhorner durch das Schloss begleiten. Warum ist das eine ganz besondere Führung? Das ist insofern eine besondere Führung, dass wir die Orte zeigen können, wo wir sonst bei normalen Führungen nicht hinkommen. Zum Beispiel die tolle Dachkonstruktion, die Sie sonst nicht sehen, weil sie als Büroraum genutzt wird. Oder wir schauen in Gefängniszellen dort, so wie die Gefangenen in zu zweit in einer ganz kleinen Zelle einschließlich Abort untergebracht waren. Oder wir besuchen den Herzog in der Schlosskapelle. Spannend, wir freuen uns darauf. Und das ist diese besondere Dachkonstruktion? Genau, die Dachkonstruktion ist hier vor Ort gemacht worden, gibt es einmalig in Europa und ist von Studenten auch von der TU aus Braunschweig nachgebaut worden. Und wer das gerne sehen möchte, der besucht uns. Hier sind wir in der alten Gefängniszelle. Dieter, in welcher Ecke befindest du dich gerade? Also ich befinde mich in der Ecke, wo früher die Waschecke war und die Toilettenecke war. Ach so, deshalb und, auch der Eimer. Und der andere Partner sitzt auf der anderen Seite in der Ecke und guckt mir zu. Ja. Unangenehm. So war das im Gefängnis. Ja. Wie viele Zellen gab es hier? Es gab 45 Zellen für Freigänger und 3 Zellen für schwere Fälle. Oh, gruselig. Und was ist die schweren Fälle? Die schweren Fälle, die haben schon einen Raubüberfall und sowas gemacht. Die wurden als Übergang hier gelagert und wurden dann nach Wolfenbüttel oder nach Zelle überführt. Dann. Seit wann gibt es hier gar kein Gefängnis mehr? Das Gefängnis ist abgeschafft worden Ende der 90er Jahre, Anfang 2000. Wir sind hier mit Jörn Pache von der Südheide Gifhorn. Jörn, ihr habt auch einen Stand und präsentiert euch. Ja. Was gibt's bei euch? Wir wollen einfach mal zeigen, was es so Neues gibt in Sachen Freizeit, was man bei uns alles so Schönes erleben kann. Zum Beispiel das Mühlmuseum ist ja ganz neu, seit Pfingsten offen, da gibt es jede Menge Neues. Das Motorradmuseum, das sind so 2 Tipps. Und ihr habt auch richtig gute Radfahrtipps dabei, oder? Genau, es gibt ja landkreisweit neue Radwege, neue Beschilderungen, da haben wir natürlich auch alles da, was man dazu wissen muss. Der Gefängnisgarten? Das ist der Gefängnisgarten. Früher waren noch ein paar Blumen da und da haben eben die Angehörigen im Gefängnis, die mussten dann die Garten pflegen. Heute macht das die Verwaltung und da wird das natürlich so einfach gemacht wie möglich und haben das alles ein bisschen neu angepflanzt hier, also den Rasen gemacht. Also eigentlich ein schöner Garten, ne? Also ein schöner Garten, Rosen und so, aber die hohen Mauern und die Gitter, die beunruhigen mich doch ein bisschen. Ja, aber wir machen hier zum Beispiel Empfänge und sowas und dann ist der Vorteil, es kann keiner abbauen, wenn eine Rede gehalten wird. Stimmt. Das kommt dem Landrat auch zugute, das ne? Das kommt dem Landrat auch zugute. Das war's schon wieder. Kommt alle zum Tag des offenen Schlosses. Das war super spannend mit Dieter. Freut euch drauf auf spannende Geschichten. Ciao, bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao.
Bis wieder. Sag mal, kennst du das Buch Das Goldene Ei? Das wurde umgeschrieben als Gifhorner Geschichte, dass ein goldenes Ei hier auf dem Schlossplatz liegt? Mit Herzog Franz und Clara? Ja, ich habe das mal gehört, aber ich kenne es nicht. Isi, da müssen wir auch mal was drüber machen. Ja, gute Idee. Aber wenn der Kollege da, wie heißt er, Butterschneider, das vielleicht weiß.